Ex-Ass Tanja Schewtschenko zeigt ihren nackten Babybauch. Tanja Schewtschenko erwartet Baby Nummer 2 im Juni 2021. Die ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Schewtschenko kann es immer noch nicht so wirklich. Mit 43 Jahren sollte ihr größter Wunsch in Erfüllung gehen. Sie wird zum zweiten. Ganze 5 Jahre lang musste Tanja auf ihr Glück vom zweiten Kind warten. Erst vor kurzem hat sie den voraussichtlichen Geburtstermin verraten. Jetzt geht die 43-Jährige noch einen Schritt weiter und zeigt sich mit nackter. Tanja ist dem Karneval sehr verbunden. Tanjas Babybauch ist schon zu einer richtig großen Kuh. Auf Instagram hält die Schauspielerin ihre Follower in Sachen Baby immer auf dem. Mittlerweile ist sie bereits in der 24. Schwangerschaftswoche und hat die eine oder andere Hose im Schrank hängen, die einfach nicht mehr zugehen. Und da wären ja auch noch ihre Brüste, die dank der Schwangerschaft von einem A zu einem B-Körbchen herangewachsen. Mit ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss beweist Tanja jetzt Humor. Zwar fällt Karneval 2021 aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie leider ins Wasser, doch die Schauspielerin hat es sich nicht nehmen lassen und sich samt Babybauch in ein Karnevalskostüm geschmiert. Dank einem Schnauzer, Brusthaar und einer Kurzhaarperücke ist aus Tanja plötzlich ein Mann mit ziemlich dickem Bierbauch geworden. Zu ihrem Foto schreibt der Ex-Ass-Star: Noch eine ausgefallene Idee für schwangere KarnevalistInnen. Vielleicht dazu eine alkoholfreie Bierbüchse in der Hand und los geht's. Ich finde, da kann kein männlicher Bierbauch mithalten. Wir freuen uns schon jetzt sehr auf das nächste Update von Tanja in Sachen Baby. Wer weiß, vielleicht verrät sie uns ja bald sogar das Geschlecht ihres kleinen großen Glück im Video. Tanja Schewtschenko freut sich über ihr großes Wunder. Große Umbauarbeiten im Hause Schewtschenko. Aktuell haben Tanja Schewtschenko und ihr Mann Norman ganz schön. Neben der Schwangerschaft wuppen die beiden auch noch Renovierungsarbeiten in ihrem Haus. Ihre 9-jährige Tochter Jona bekommt ein tolles neues Zimmer inklusive Badezimmer im Dach. In ihrem alten Zimmer soll das neue Babyzimmer entstehen. Und die Zeit rennt, denn so lange lässt das Baby in Tanjas Bauch nicht mehr auf sich warten, wie wir nun.